Bis Ende Mai findet in Salzburg wieder das Citycaching Salzburg statt. Die Schnitzeljagd, die dein Leben nachhaltig verändert, so die Veranstalter. Um was es genau geht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Schnitzeljagden gibt es ja viele, aber keine ist so nachhaltig wie das Salzburger Citycaching von der Umweltabteilung des Landes. Umwelt- und Klimaschutz in Verbindung mit Nachhaltigkeit sind hier Themen und werden erlebbar gemacht. Citycaching Salzburg funktioniert ab dem 15. April, kann ich mal die Gratis-App downloaden, bis zum 30. Mai. Kann ich dann spielen, ich muss 10 Standorte finden und vor Ort ist immer wieder eine Aufgabe zu lösen, die mit Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu tun hat. Und es wird eben dazu dienen, dass man aufzeigt, auf spielerische Art und Weise Umweltschutz und Nachhaltigkeit erlebbar zu machen. Besonders die Stadt Salzburg eignet sich sehr gut für dieses Thema, weil man mit dem O-Bus und Fahrrad nachhaltig unterwegs ist und die Stationen gut erreichen kann. Wir konzentrieren uns bewusst in einen Radius, sage ich jetzt, von 10 bis 15 Kilometer, wo man die Standorte suchen muss. Für Citycaching Salzburg benötigen Sie ein Smartphone und die dazugehörige App, dazu allerdings etwas später. Wo man die sogenannten Caches findet, ist natürlich wie bei allen Schnitzeljagden ganz geheim, um die Standorte nicht zu verraten. Eines schon vorweg, auch die Salzburger AG kommt offensichtlich vor. Die Salzburger AG hat auch sehr stark immer wieder Bereiche, Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Es ist ja auch gelebter Umweltschutz, Klimaschutz. Und da möchte man natürlich auch etwas in Bezug auf erneuerbare Energie, Ökostrom zeigen. Mehr kann ich nicht verraten, weil sonst würde ich natürlich den Standort verraten. Ganz im Vertrauen kann man da nicht ein bisschen mehr sagen über die Standorte. Es sind in Summe 10 Standorte, die ich finden muss. Die sind in der Stadt Salzburg verstreut. Es gibt immer was mit einem Aha-Effekt. Also man geht, glaube ich, des Öfteren tagtäglich vorbei, ohne dass man merkt, das hat jetzt was mit dem Thema zu tun. Aber das ist auch ein Mehrwert von diesem Citycaching, dass man Hintergrundinformationen erfährt, neue Orte entdeckt und Salzburg sozusagen eine Stadt der versteckten Orte und der Rätsel ist. Wir hätten es also probiert, ein bisschen was über die Standorte rauszubekommen, leider allerdings ohne Erfolg. Kommen wir aber jetzt zur App. Also der User muss ganz am Anfang natürlich sich die App das erste Mal herunterladen. Das findet man dann in dem jeweiligen Store, also entweder im Google Play Store oder im App Store von iOS. Und dann braucht man gar nicht mehr viel machen, sondern nur noch sie öffnen, sich einloggen mit einem Benutzernamen und E-Mail und einem Passwort. Und dann ladet man sich die ganze Kampagne, also so nennen wir das, herunter und dann kann man eigentlich schon losspielen. Es hat jeder die gleiche Chance, einen Preis zu gewinnen, egal ob ich es an einem Tag durchspiele oder die gesamten 6 Wochen dafür brauche. Es gibt allerdings für all jene, die die Challenge suchen, einen Sonderpreis für den Highscore. Soll eben auch dieser Challenge-Charakter belohnt werden. Was es zu gewinnen gibt, erfahren Sie naturgemäß natürlich im Internet. Citycaching Salzburg läuft bis Ende Mai 2016.